Früher gab es da dieses Konzept, dass wirklich die gesamte Information erstmal weitergeleitet wird und dass sich dann der Cortex, also unser Bewusstsein, wirklich aktiv entscheiden muss, was nämlich war, was nämlich nicht war. Mittlerweile wissen wir, dass das eigentlich nicht stimmt, sondern dass es schon sehr, sehr frühe Hirngebiete gibt, die Informationen vorfiltern, sodass wir dann nur noch eine Auswahl von dieser vorgefilterten Information treffen können, was wir wirklich denken, was für uns wichtig ist und was für uns vielleicht auch weniger wichtig ist. Und das ist auch genau halt wirklich eine Frage, die wir in meiner Arbeitsgruppe gerade aktiv versuchen zu untersuchen. Da haben wir gerade aktuell ein ganz spannendes Projekt, eigentlich, was sich mit Autismus beschäftigt. Und klassischerweise hat man ja angenommen, dass Autismus erstmal eine soziale Störung ist, also dass die Leute Probleme haben, auf andere Leute zuzugehen, mit anderen Leuten zu interagieren, ja auch ein bisschen halt in ihrer eigenen Welt leben. Und mittlerweile weiß man, und das ist auch das, was wir jetzt in unserer Forschung aufgreifen, dass die ganz große Probleme haben, sensorische Informationen wahrzunehmen. Und dass die Probleme haben, sensorische Informationen zu filtern. Viele von denen beschreiben auch ihr Leben wirklich als Leben ohne Filter, die zum Beispiel nur eine milde Form wie jetzt das Asperger-Syndrom haben. Und das ist natürlich für uns sehr spannend, weil im extremsten Fall, und das wäre eine Hypothese, wäre es wirklich so, dass diese sozialen Eingeschränktheit eigentlich nur ein Symptom ist von einer veränderten sensorischen Wahrnehmung. Das heißt, ich nehme einfach meine Umwelt falsch oder anders wahr. Ich habe vielleicht Probleme, Informationen zu filtern. Für mich sind soziale Interaktionen anstrengend, weil ich halt Informationen nicht so gut rausfiltern kann. Und deswegen habe ich dann in einem nachgeschalteten Prozess sozusagen Probleme mit der sozialen Interaktion. Und das ist genau das, was wir jetzt halt untersuchen wollen, wie diese sensorische Filterung in autistischen Mäusen verändert ist. Materialwissenschaftler, das heißt, wir suchen neuartige Materialien, die in solchen Speichermaterialien eine wichtige Rolle spielen sollen. Das ist allerdings ein sehr, sehr kurzreichweitiges Forschungsziel, das machen wir in den nächsten 1-2 Jahren. Das große langreichweitige Ziel ist aber, mit solchen Materialien Rechner zu bauen, die viel gehirnähnlicher sind. Denn wenn man so ein bisschen vergleicht, einen heutigen Computer, viele Aufgaben wie Rechnen macht der genial gut, aber so Mustererkennung macht unser Gehirn viel, viel besser. Wenn wir quasi Rechner bauen könnten, die gehirnähnlicher sind, wären die energiesparender, schneller, es wäre ein großer Fortschritt. Und wir hoffen, unsere Materialien hätten eine Rolle in solchen Computern. Also muss ich lernen von den Medizinern, hey, was muss eigentlich an Funktion mit solchen Materialien erreicht werden können. Von daher ist ein Vortrag für mich sehr instruktiv. Ich lerne wunderbar viel. Wir verwenden dazu vor allen Dingen zwei Hauptmethoden. Das sind einmal elektrophysiologische Methoden und einmal bildgebende Methoden. Und wir versuchen eigentlich so die Vorteile von beiden Methoden zu kombinieren. Also wenn wir zum Beispiel elektrophysiologische Ableitungen machen, dann können wir neuronale Aktivität auf einer sehr schnellen Zeitebene verfolgen. Allerdings können wir uns nur eine sehr geringe Population von Neuronen gleichzeitig anschauen. Und das ist genau der Vorteil von dem bildgebenden Verfahren, wo wir dann eine Vielzahl von einzelnen Neuronen und zeitgleich anschauen können. Allerdings dann mit einer etwas geringeren zeitlichen Auflösung. Und diese beiden Methoden versuchen wir dann in meinem Labor, je nachdem, was für Fragestellungen wir versuchen zu beantworten, so zu kombinieren, dass wir halt das optimal einsetzen können.